Herzlich willkommen zu Pokémon Kolosseum, meinem neuen Projekt. Yep, Spielstand erstmal löschen. Ich habe schon mal angefangen. Ja, es kommt ja jetzt ein neues Projekt, weil das vorherige vorbei ist. Und das ist Pokémon Kolosseum, weil ich das Spiel noch nie gespielt habe. Aber jetzt kommt erstmal der Vorspann. So, da hat man gesehen, wie ich was geklaut habe von denen. Aber das wird sich später noch zeigen, was genau das ist. Ich muss von herein sagen, dass ich das Projekt schon bis Part 4 aufgenommen habe, aber die Videos nicht wirklich gut waren, sage ich jetzt mal. Ich kannte mich halt mit dem Spiel nicht aus und habe auch ein paar Fehler gemacht, die diesmal berichtigen werde. Oh Mann, ich bin pappsatt und nach getaner Arbeit schmeckt es gleich noch einmal so gut. Hehe, wir haben aber auch eine ziemlich fette Beute an Land gezogen, was? Ich schätze, der Boss wird dieses Mal ordentlich was springen lassen, und zwar nicht zu knapp. Hehe, was für ein Tag. Okay, die haben anscheinend irgendwas angestellt. Ich kann jetzt natürlich so tun, als wüsste ich nicht, was los ist, aber... Ich geh erstmal hier rein. Hier läuft was im Fernsehen. Wie heute offiziell bekannt wurde, handelt es sich bei dem mysteriösen Komplex, der vor kurzem im Crow Canyon bei einer Explosion zerstört wurde, um das Versteck von Team Krall, einer Bande von Pokémon-Dieben, nach der bereits seit längerem polizeilich gefahndet wird. Erst die Explosion brachte den Standort des Verstecks ans Tageslicht, allerdings hatten die Verbrecher ihren Unterschlupf bereits verlassen. Es wird zurzeit untersucht, wie es zu dieser Explosion gekommen ist. Wir halten sie auch weiterhin auf dem Laufenden. So, was sagt der? Kennst du eigentlich Team Krall? Nein. Die Typen sind Gangster, die sich fremde Pokémon unter den Nagel reißen, ohne mit der Wimper zu zucken. Die krallen sich mitten im Kampf dein Pokémon. Man sagt, sie benutzen dafür spezielle Krallbälle. Du siehst aus wie ein Trainer, also nimm dich lieber in Acht, wenn du diesen Typen begegnest. Hm? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Auf der Durchreise, was? Naja, egal woher du kommst und wohin du gehst, ruh dich erstmal ein wenig aus. Was da wohl los gewesen sein mag? Wenn dein Versteck in die Luft geht, hast du als Gangster schlechte Karten. Ich? Ich tue nichts Böses, deshalb geht bei mir auch nichts in die Luft. Haha, ich hab's drauf. Was da wohl los gewesen sein mag? Wenn dein Versteck in die Luft geht, hast du als Gangster schlechte Karten. Ach, das ist nochmal der gleiche Typ. Dieses Team Krall, das sich einfach fremde Pokémon krallt, ist wirklich eine Schande. Es wäre fast zu schön, um wahr zu sein, wenn diese Bande nach der Explosion endgültig zerschlagen wäre. So, und der Typ hier. Du bist doch auch ein Pokémon-Trainer, oder? Jupp. Schon klar, ich habe einen Blick für so etwas. Und du hast diesen Glanz in den Augen. Ich wette, du hast doch ganz hervorragende Pokémon. Vielleicht ergibt sich ja mal eine Gelegenheit für einen Kampf. Aber ich schätze, gegen mich hast du nicht die Spur einer Chance. Jo, das war's. Jetzt muss ich rausgehen. Hey, einen Moment. So einfach kommst du mir nicht davon. Ich heiße Willi. Ich sehe gleich, dass man mit dir gut kämpfen kann. Du siehst wirklich nicht aus wie ein gewöhnlicher Reisender. Na komm schon, lass uns eine Runde riskieren. Ja, gerne. Ja, ich hab's doch gleich gewusst. Also los, hier geht's lang. Haha, jetzt wird's heiß, jetzt geht's los, komm schon, Vollgas. Brumm, brumm, jetzt gebe ich Gas. Spannend. Sozusagen mein erster Kampf. Wobei ich schon bis Part 4 aufgenommen habe.
Zickzacks und Zickzacks hat er natürlich. Ich finde einfach ganz gut, ich habe nach Tarum Siana. So. Bei Biss werde ich natürlich einsetzen auf Zickzacks und Konfusion auf Zickzacks. Die kämpfen dann natürlich immer ziemlich lange. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal raus, hier zu speeden. So. Verteidigung von Nachtara sinkt, okay. Ich finde es halt langweilig zum Angucken, wenn diese Kämpfe 5 Minuten gehen. Deswegen finde ich es schon besser, wenn man dann nach 2 Minuten höchstens schon beendet hat. Mit 53 EP-Punkte. Dass ich das nach dem Speeden kurz stabilisieren muss. Ist normal, also. Tja, verloren, da muss ich wohl noch etwas mehr trainieren. Okay, da habe ich Geld bekommen. Alle Achtung, du bist ziemlich stark. Respekt, Respekt. Vielleicht solltest du mal nach Phenak gehen, westlich von hier. Da gibt es auch wesentlich stärkere Trainer als mich. Mit denen solltest du unbedingt kämpfen. Da würde ich wohl nach Phenak gehen müssen. Hier ist nämlich die Karte. Es sieht auf jeden Fall ziemlich entspannt hier aus. Wobei es jetzt gleich Stress gibt. Hey, was machst du? Du sollst festhalten, Mann. Das sagst du so einfach, aber die hält nicht still. Was soll man denn da festhalten? Hey, da drin. Lass die Sperenzchen. Dauert auch nicht mehr lang. Hm, Krimpf, Spott. Hilfe, ich werde entführt. Lass mich hier raus. Mist, der Knebel hat sich gelöst. Hey, Nervtüte, halt gefälligst die Klappe. Oh, verdammt. Hat der Kleine da etwa alles mit angehört? Ich lasse nie einfach fallen. Tja, wenn du alles mitbekommen hast, bleibt uns leider keine Wahl, dein Pech-Kollege. Finsterling. Er hat Flurmel und Flurmel. Es sind nicht gerade die stärksten Pokémon am Anfang. So, Biss auf Flurmel und Konfusion auf Flurmel. Das reicht sogar. Das ist natürlich gut. Aber der Biss reicht dafür nicht. Siana hat halt eine bessere Attacke, sage ich mal. Und besiegt. Gut. Den Typen habe ich schon mal besiegt. Helm. Pfeff, du hast ja doch was auf dem Kasten. Wer mit meinem Flummel fertig wird, muss ein besonderer Trainer sein. Aber dieses Gesicht im Team Krall gab es doch. Was ist los? Was geht hier vor sich? Hilfe, Hilfe, Räuber, hier sind Räuber. Blödsinn, wir sind doch keine Räuber, wir sind Kidnapper. Kidnapper, verstanden? Du Vollidiot, du redest uns noch im Kopf und Kragen. Und du freu dich nicht zu früh, klar? Wir sehen uns wieder und dann zeigen wir dir und deinem Pokémon, was ein echter Hake ist. Oh je, ich glaube, da steckt jemand drin. Das ist fest verknotet. Was sind das nur für Kerle, die so etwas machen? Hallo? Achso, ich kann mich bewegen. Kannst du mir vielleicht helfen, den Knoten zu lösen? Bitte hilf doch, mir den Knoten zu lösen. Der Sack ist mit einem Strick festgebunden. Knoten lösen? Langsam löst sich der Knoten. Nice. Dass die erst meine Hilfe brauchen? Naja. Gott sei Dank, endlich frei. Aber wo bin ich? Wo haben diese Kerle mich hingebracht? Wir sind in Phenak, der Stadt der wasserblauen Quellen. Und dieser junge Mann hat dich aus den Händen der Gangster befreit. Wieso nennt ihr die Gangster? Na, egal. Und hey, und wie er gekämpft hat, das war echt klasse. Schade, dass du das nicht sehen konntest. Ach, tatsächlich? Danke, aber wer bist du eigentlich? Aha, du bist also Nick. Mein Name ist... Also offiziell heißt die Cosma. Würde ich auch Cosma nennen. Jupp. Natürlich klein geschrieben. Diese Capstock-Namen, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben.
Ich heiße Cosma, schön dich kennenzulernen. Die beiden haben mich in einer Nachbarstadt überwältigt und gefangen. Ach, diese Kerle haben nicht zufällig ein, sagen wir, ungewöhnliches Pokémon eingesetzt, oder? Ein ungewöhnliches Pokémon? Nein, die Pokémon waren ganz normal, aber was genau meinst du eigentlich mit ungewöhnlich? Oh, naja, ist wohl nicht so wichtig. Du fragst doch aus einem bestimmten Grund, oder? Vielleicht solltest du dich einmal mit dem Bürgermeister unserer Stadt treffen. Er ist sehr zuvorkommend und kann dir bestimmt irgendwie helfen. Das Bürgermeisterhaus findest du gleich links, wenn du die Treppe hinter dem Springbrunnen hochsteigst. Der Bürgermeister? Ja, gute Idee. Die schon wieder Bürgermeister komplett in Caps Lock geschrieben. Der Bürgermeister weiß bestimmt etwas. Sag mal, es ist vielleicht ein wenig unverschämt, aber ich kenne sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Könnte ich dich vielleicht für eine Weile begleiten? Ja, von mir aus. Danke, Nö, ich wusste genau, dass du das sagen würdest. Wenn du bei mir bist, dann können diese Rowdies ruhig kommen. Wir werden bestimmt ein tolles Team, denkst du nicht? Okay, sie schließt sich mir an. Sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ja, hier fliegt ein Flummel. Zuerst. Gehst du zu dem Typen hier. Der kämpft nämlich. Was für ein herrliches Wetter. Wenn das nicht genau das richtige Wetter für einen Pokémon-Kampf ist. Wie sieht's aus, Jungschen? Lust auf einen kleinen Kampf? Pokesenior Rando. Hoothoot und Wieso. Spannend, spannend. Da mache ich wieder bis auf Wieso. Ach, Mist, das reicht leider nicht. Hypnose. Bitte auf den. Ach, Mist. Auf Nachtara wäre es mir lieber gewesen. Bis auf Hoothoot und Rufen. Ich müsste es aufwachen. Genau. Ah, der Angriff ist natürlich trotzdem verloren. Bis zieht echt kaum bis gar nichts ab. Aber Geheimpower ist nicht wirklich besser, oder? Zack. Und das Hoothoot besiegt. So. Was sagt der? Herrje Junge, du hast mich geschafft. Okay. Du hast viel M Mumm für so einen jungen Spund. Du erinnerst mich an mich selbst in meinen besten Tagen. Wirklich ein prächtiger Trainer. Ich bin es irgendwie von Pokémon Sonne und Mond gewöhnt, A zu drücken. Heute bringen sie auf allen Kanälen nur Nachrichten über diese Team Krall. Normalerweise bringen sie wenigstens auf einem Kanal Anime. Ja, mittlerweile eigentlich nicht mehr, aber. Ich fürchte mich nicht vor diesem Team Krall. Die kommt doch sowieso nicht hierher. Dafür ist ihr Versteck viel zu weit weg. Die Rowdies von Pyritus machen mir viel mehr Angst. Okay. Ach, diese Typen da. Also mit dem könnte ich auch mal reden. Hey, wenn das nicht das hübsche Paar von eben ist, wie steht's? Habt ihr etwas in Erfahrung bringen können? Nö. Echt, das ist aber blöd. Aber warte mal, wenn es um Pokémon geht, dann kann man euch bestimmt in der Prim Arena helfen. Offiziell ist bekannt als Prim Pokémon Arena, aber die meisten Trainer nennen sie einfach nur Prim Arena. In der Prim Arena? Prim Arena? Prim Arena? Das Pokémon? Also auf Englisch heißt es zumindest so. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe Pokémon Sonne und Mond auf Englisch gespielt. In der Prim Arena trainieren die besten Pokémon. Die besten Trainer, damit sie selbst ihre Pokémon besser werden. Ich denke, dort werdet ihr sicher etwas erfahren. Die Trainer dort kennen sich mit Pokémon wirklich gut aus. Die Prim Arena findet ihr in der Stadtmitte. Steigt einfach die Treppe hinter dem Brunnen hoch. Ja. Aber. Das würde jetzt zu lange dauern. Ich gehe erstmal ins Pokémon Center. Und speichere. Es geht nämlich nicht einfach hier im Menü. Dazu muss man zu der Box gehen und auf Sichern. Ja, wie gesagt, ich habe vorher schon mal gespielt, deswegen war da der Spielstand da. Ja, das war's mit der Folge von Pokémon Kolosseum. Und dann bis zum nächsten Mal.